Weil die Uni in Frankreich erst im Oktober beginnt, habe ich im September bei der Weinlese mitgemacht. Frankreich ist der weltweit größte Weinproduzent. Deshalb ist das ein beliebter Nebenjob, mit dem die Studenten ihr leeres Portemonnaie etwas auffüllen. Eine offizielle Ankündigung, der sogenannte Bon des Vendanges, gibt grünes Licht für die Weinlese. Ihr Zeitpunkt hängt auch von der Region, der Rebsorte und der Sonne ab. Die Weinlese dauert ungefähr von Anfang September bis Ende Oktober. Ich kam am 1. September in einem kleinen Weingut im Beaujolais an. Dort unterzeichneten wir unseren Vertrag für Saisonarbeiter. Übernachtung und Verpflegung gehörten zum Glück dazu, das ist nur noch in kleinen Familienbetrieben der Fall. Und schon verbrachten wir unsere erste Nacht auf klapprigen Feldbetten. Die Mädchen in einem Schlafsaal, die Jungs in einem anderen. Um 6:30 stand ein Gutsangestellter vor uns, schlug auf einen Kochtopf und riss uns aus dem Schlaf. Wir zogen unsere alten Klamotten und ausgetretenen Turnschuhe an und stiegen auf die Pritschenwagen, die uns in die umliegenden Weinberge brachten. »Und los, den Kopf in die Reben!« schrie der Winzer. Jeder bekam eine Reihe Rebstöcke zugewiesen, nachdem man uns unsere Geräte ausgehändigt hatte, ein Rebmesser und einen Eimer. Es gibt auch maschinelle Weinlesen. Die sind zwar kostengünstiger, aber nicht selektiv. Sie vermischen unreife und sogar verdorbene Trauben miteinander. Deswegen ist es für die Herstellung von Qualitätswein unerlässlich, von Hand zu lesen. Tiefgebückt begannen wir mit der Lese. Eigentlich schnitten wir Anfänger öfter in unsere Finger als in die Rebstöcke. Die erfahrenen Pflücker hatten bald einen riesigen Vorsprung und spotteten über uns, arme Pariser, auf dem Land. Ein Weinleser muss pro Tag 800 bis 1000 Kilo ernten können. Sobald sein Eimer voll ist, leert er ihn in die Büte des Traubenträgers, der so lange von Leser zu Leser geht, bis er seine volle Tragebüte in die große Büte leert. Natürlich sind die Leser alle neidisch auf diese Arbeit. Sie schon das Kreuz. Am Abend waren wir ausgelaugt und sonnenverbrannt. Nach 4 Tagen waren wir am Ende. Wir hatten Muskelkater im Rücken und fürchteten Sonne genauso wie Regen. Doch schließlich fanden wir unseren Rhythmus. Fürs Aufstehen, was durch unsere kurzen bzw. durchgemachten Nächte und den damit verbundenen Kater immer schwerer fiel. Weinlese bis zum Mittag, Mittagessen, weiterarbeiten bis 18 Uhr, dem heiß ersehnten Moment. Denn am Abend wurde gefeiert. Erschöpfung und Wein fördern die Freundschaften zwischen Saisonarbeitern, Dorfjugend und Studenten aus allen Teilen Frankreichs und Europas. Paare bilden sich, gehen auseinander. Für Generationen von jungen Franzosen wie mich ist die Weinlese eine grundlegende Erfahrung, ein Ritual. Einige Bilder haben sich tief eingeprägt. Traubenschlachten im Weinberg, Träger, die in der Büte landen, unsere Schnittwunden, die wir stolz zur Schau stellen, unsere zerrissene, vor Schmutz erstarrte Kleidung. Oder der Winzer, der durch die Reihen ging und uns zu trinken brachte. Wasser für die Neuankömmlinge, Wein für die alten Hasen. Die 2 Wochen vergingen im Nu. Am letzten Tag gab uns der Winzer unsere Bezahlung. Wir bekamen den SMIC, das ist das Mindestgehalt in Frankreich, ungefähr 9 Euro die Stunde. Die Weinlese ging mit einem letzten Fest zu Ende. Dann fuhren wir völlig erledigt zurück nach Paris, mit unserem Muskelkater, 2 Flaschen unter dem Arm und vielen Erinnerungen. Die Trauben waren geerntet, die Weinherstellung konnte beginnen. Ohne uns.